Hallo und herzlich willkommen zurück zu Agatha Christie Mord im Orient Express. Ja, ich muss gestehen, ich habe schon wieder eine Nacht geschlafen und habe gar keine Ahnung, was wir jetzt eigentlich, das war die falsche Taste im Übrigen, was wir jetzt eigentlich noch vorhaben. Ich muss zum Restaurantwagen gehen, befrage die Verdächtigen. Okay, das war's. Sehr schön, dann werden wir das jetzt tun. Machen uns erstmal auf zum Restaurantwagen. Ich kann mich zwar noch daran erinnern, was in der letzten Folge passiert ist, aber zugegebenermaßen nicht mehr an das Ziel, was wir eigentlich jetzt vorhatten. Oh, ey, wenn ich mir vorstelle, ich müsste wirklich tagelang in so einem Wagen sein, also in so einem Zug sein. Ich muss dann immer von vorne nach hinten komplett durchlaufen. Ich glaube, ich würde total kirre werden. Am besten noch, wenn der dann irgendwie am Fahren ist oder so und sich dann alles bewegt. Was hat die denn da für ein Ding? Ich hoffe, wir reisen bald ab. Ja. Warum du so ein Babuschka-Mädchen da vor dir hast, möchtest du mir nicht erklären. Okay. Na gut, was ist mit denen hier? Oha. Kaputt? Ich sollte die Passagiere im Restaurantwagen befragen. Aber ich will wissen, was der hier macht. Ich glaube, vielleicht ist das ein Rätsel für mich. Ach gut, dann gehen wir halt zum Restaurantwagen. Ich will den Leuten doch nur helfen. Ich bin ja nicht nur Privatdetektive. Ich bin auch eine freundlichere Mensch. Die Passagiere, die sich bereit erklärt haben, mit Ihnen zu sprechen, sind versammelt, Poirot. Monsieur Mastermann ist bereits hier, um Ihre Fragen zu beantworten. Vielen Dank, mon ami. Setzen Sie sich bitte, Monsieur Mastermann. Vielen Dank. Sagt Ihnen der Name Cassetti etwas? Nein, sollte er. Haben Sie von dem Entführungsfall der Familie Armstrong gehört? Ja, natürlich. Das war vor ein paar Jahren überall in den Nachrichten. Der richtige Name Ihres Arbeitgebers ist Cassetti. Er war der Mann hinter dieser Entführung. Mr. Ratchet war... Er hat das arme kleine Mädchen ermordet. Monsieur McQueen, der Mann, für den Sie gearbeitet haben, ist ein Entführer namens Cassetti. Wie bitte? Was für eine Entführung? Er ermordete sein Opfer. Ein Kind namens Daisy Armstrong. Die Armstrong-Entführung? Sie hatten keine Ahnung, wie Monsieur Ratchet wirklich heißt? Verdammtes Schwein! Warum sind Sie so aufgebracht? Mein Vater war der Staatsanwalt, der den Fall bearbeitet hat, Monsieur Poirot. Ich habe Mrs. Armstrong mehr als einmal gesehen. Sie war eine reizende Frau. So eine sanfte und gebrochene Frau. Wenn jemals ein Mann das verdient hat, was er bekommen hat, dann ist es Ratchet oder Cassetti. Er hat es nicht verdient zu leben. Mademoiselle Olson, haben Sie von dem Fall Daisy Armstrong gehört? Nein, das sagt mir nichts. Es ist erst ein paar Jahre her, er war berühmt. Das mag sein, aber in Spanien, wo ich den Flüchtlingen aus Afrika geholfen habe, war er nicht berühmt. Sie haben den Namen Daisy Armstrong noch nie gehört? Nein, noch nie. Daisy Armstrong? Nein. 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 Ja, bevor ich nach Jordanien ging, stand es überall in der englischen Boulevardpresse. Ein schreckliches Verbrechen, das das Leben einer ganzen Familie und ihres zu Unrecht beschuldigten Kindermädchens gefordert hat. War es nicht so? In der Tat. Ich dachte, der Täter sei bestraft worden. Man könnte auch behaupten, dass der Täter gestern Abend bestraft wurde. Oh mein Gott. Darf ich Ihnen noch ein paar Fragen stellen? Ja, ja natürlich. Also was mir jetzt aufgefallen ist, dass sie gesagt hat, dass das Kindermädchen zu Unrecht bestraft worden ist. Sie haben von dem Verbrechen, wie Sie sagten, in der Boulevardpresse gelesen? Ja, genau. Wochenlang wurden die Nachrichten über die königliche Familie in den Hintergrund gedrängt. Waren Sie schon einmal in den USA, Mademoiselle? Nein, noch nie. Jordanien war meine erste richtige Auslandsreise. Okay. Sie waren in Jordanien? Ja, ich war dort Englischlehrerin für die Kinder eines hohen Beamten. Bis vor kurzem. Mhm.
In welcher Beziehung stehen Sie zu Captain Arbuthnot? Wer? Ein ehemaliger Soldat, der mit uns reist. Sie müssen ihn getroffen haben. Ach ja, ich habe ihn auf dem Bahnsteig in Istanbul getroffen. Wir hatten nur einen kurzen Austausch von Höflichkeiten. Mehr nicht. Britische Zurückhaltung, Sie verstehen? Ah, die britische Zurückhaltung. Oui, damit bin ich vertraut. Ich traf ihn auf dem Bahnsteig des Istanbulens. Ich weiß es nicht. Wir hatten nur ein kurzes Gespräch. Jetzt kann ich sie natürlich nicht sehen. Das war jetzt nicht die Frau mit dem Ohrring, ne? Das war, glaube ich, eine andere. Ich spreche im Allgemeinen nicht mit Fremden. Ich war Englischlehrerin in Jordanien. Boah. Jetzt habt ihr euch aber genau die vier Sätze rausgepickt, mit denen ich so gar nichts anfangen kann. Also die ich jetzt mit nichts verbinden kann. Ich traf ihn auf dem Bahnsteig des Istanbuler Bahnhofs. Ich würde sagen, das ist falsch, oder? Also da, wo wir herkommen, war ja nicht Istanbul. Das war ja, keine Ahnung, wo wir eigentlich eingestiegen sind. War das nicht in Frankreich? Sind Sie sicher, dass alles, was Sie mir gesagt haben, der Wahrheit entspricht, Mademoiselle Debenham? Natürlich. Okay, die hat blaue Ohrringe. Nee, dann war das nicht sie. Blick im Restaurant, Ohrring im Hotel auf dem Weg nach Paris, wie der Captain. War das ihr Ohrring? Ich dachte, der wäre grün gewesen. Aber der hat auf jeden Fall auch so eine Karo-Form. Ja, ja. War die das doch? Doch, das könnte sein. Aber da guckte sie noch so ein bisschen weg. Mademoiselle, ich weiß, dass Sie Captain Arbuthnot im Hotel Tocatlian getroffen haben. Haben Sie mir nachspioniert? Ich betrachte meine Umgebung sehr aufmerksam. Das hilft mir in meinem Beruf. Nun, es steht Ihr Wort gegen meines. Ich hatte die Gelegenheit, bei der Wiederbeschaffung von Captain Arbuthnots Zugticket zu helfen. Als ich sein Zimmer durchsuchte, entdeckte ich auch einen ihrer Ohrringe. Was auch immer Ihre Beziehung zum guten Captain sein mag, ich bezweifle, dass sie etwas mit der britischen Zurückhaltung zu tun hat. Werden Sie mir Ihr Geheimnis nicht verraten, Mademoiselle? Ich kann nicht. Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Poirot! Miss Debenham hat nichts mit dieser Angelegenheit zu tun. Nichts! Hören Sie! Alter, was soll ich machen? Archie, stopp! Ich kann Kung Fu. Nein! Dieses Verhalten ist eines Offiziers und Gentleman unwürdig. Lassen Sie sie in Ruhe! Haben Sie kein Ehrgefühl? Archie, wir sollten gehen. Captain Arbuthnot, ich bin sicher, Sie sind ein tapferer Soldat, aber Sie sind ein schlechter Schauspieler. Die Wahrheit ist, dass... Sie war Debenham, oder? Oh Gott, war sie jetzt die Frau Debenham? Ich guck gerade auf meine Notizen, aber ich weiß gerade nicht, wie hatte sie ihn jetzt eben genannt? Scheiße. Also ich hoffe, sie ist Frau Debenham. Ihre Beziehung zu Mademoiselle Debenham ist nicht zu übersehen, Captain. Ihre Reaktion war offensichtlich die eines Mannes, der versucht, die Frau zu schützen, die er liebt. Ich könnte das verstehen, wenn ihre Beziehung ein geschickt getarntes Geheimnis wäre. Ist sie aber nicht. Sie schauen sich bei jeder Gelegenheit mit verliebten Augen an wie kleine Rohr, Turteltäubchen. Sie können ihre Liebe nicht verbergen. Jeder weiß davon. Ich rate Ihnen, mit Ihren Anschuldigungen aufzuhören, Monsieur Poirot. Ich werde Miss Debenham zu ihrem Abteil zurückbegleiten. Denken Sie sich dabei, was Sie wollen.
Der Captain und Mademoiselle Debenham sind offensichtlich fest entschlossen, ihre Beziehung nicht preiszugeben. Aber diese Szene hat mich davon überzeugt, dass dahinter noch mehr steckt, was nicht so offensichtlich ist. Dieser Mord macht alle nervös. In meiner 25-jährigen Karriere habe ich noch nie einen solchen Wahnsinn an Bord des Orient Express gesehen. Ich verstehe Sie, mon ami. Je mehr wir in Erfahrung bringen, desto verblüffender wird diese Zugfahrt. Aber wir müssen anderen Hinweisen nachgehen. Was haben Sie im Sinn? Die kaputte Uhr am Handgelenk von Monsieur Ratchet zum Beispiel. Und das Taschentuch, das bei der Leiche gefunden wurde. Wem gehört es? Dieses kleine Drama, das wir gerade miterlebt haben, hat sie nicht von ihrer Fährte abgebracht. Weit gefehlt, mon ami. Kehren Sie zu Ihrer Wache bei Mademoiselle Locke zurück? Mais oui. Dr. Konstantin kann wahrscheinlich eine Pause gebrauchen. Bien. Au revoir, Poirot. Die Uhr blieb um 1.15 Uhr stehen. 1.15 Uhr, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das schon mal aufgeschrieben, aber das wusste doch alles. Frage nach den fehlenden Alibis, okay. Also, ich weiß halt nicht, die beiden sind Rechtshänder. Das heißt, wenn es wirklich um Rechts- und Linkshänder gehen sollte, achso, ich kenne ja noch hier rein, dann wird das wohl nicht das gesuchte Pärchen sein. Die beiden haben was miteinander, das ist offensichtlich. Ich weiß nicht, ob es was Sexuelles ist. Ich meine, warum sollte man sich sonst die Ohrringe ausziehen, muss man dazu sagen. Am Tatort wurde ein Taschentuch gefunden. Das ist zweifelsohne ein Anhaltspunkt. Welcher Buchstabe ist auf das Taschentuch gestickt? Ja, wenn wir das richtig rumsehen, ist das immer noch ein H. Es kann natürlich auch irgendwas auf dem Kopf sein, aber... Et voilà. Das hatten wir ja schon. Welchen Passagier gehört das Taschentuch? Ich bin immer noch der Meinung, es kann ja eigentlich nur der einen gehören. Oder es gehört der Hildegard Schmidt. So, die Frau Hubert könnte natürlich auch noch in Frage kommen. Muss ich jetzt mehr machen, oder was? Ja, aber noch mehr Leute... Achso, Hartmann. Okay, ja, stimmt. Dem könnte es auch noch... Rotaro, theoretischerweise. Und Hector. Wobei, warum sollte der so ein komisches Tuch haben? Dem Doktor könnte es theoretisch auch noch gehören. Wir wissen nicht, wie der mit Vornamen heißt, ne? Ja, aber sonst... JF, könnte das auch ein JF sein? Ich würde sagen, nein, aber wieso darf ich das nicht bestätigen? Das irritiert mich jetzt. Weil nach einem konnte ich es auch nicht bestätigen. Sieben zu identifizierenden Personen. 1, 2, 3, 4, 5... Bei wem denn noch? Ja, aber... Jetzt haben wir sieben. Puh. Also, da ist ein Haar drauf, ne? Ich meine, John würde ich sagen, nein. Ich glaube nicht, dass das die richtige Antwort ist. Ja, ne, meine ich auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Einer ist falsch. Ja, dann wollen die wahrscheinlich ihn haben, oder? Keine Ahnung. Ich muss zugeben, dass ich dieses Mal nicht richtig liege. Ja, aber hier ist ja sonst keiner mit Haar. Ach so, Madame. Ach so, von der wissen wir den. Ich habe das mal damals Name gelesen. Keine Ahnung, warum. Okay.
Ich muss Leute befragen, deren Vornamen ich noch nicht kenne. Okay. Ich muss Monsieur bla 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 befragen. Boah. Okay, da muss ich wohl öfter mal zwischendurch reingucken, wie die jetzt genau hießen. Also den Arzt muss ich auf jeden Fall auch noch befragen. Wieso kann ich jetzt schon wieder Y machen? Habe ich da noch was? Ah nee, hiermit muss ich rauszoomen. Ah, da habe ich noch was. Moment. Hypothesen zur Uhr müssen wir auch noch machen. Die Uhr zeigt die Zeit, zu der Ratchett tot aufgefunden wurde. Nein. Nein, die Uhr wurde vom Mörder manipuliert. Denke ich mal nicht. Zeitpunkt des Mordes. Ja. War vor dem Mord nicht richtig eingestellt. Zeigt die Zeit an, zu der der Täter... Ja, ungefähr, ne? Diese Antwort mag zwar falsch sein, aber ich bin nie weit von der Wahrheit entfernt. Ich sollte alle Möglichkeiten in Betracht ziehen. Okay, also meint er, dass die manipuliert wurde? Okay. Es gibt nur drei mögliche Hypothesen. Die Uhr wurde manipuliert oder verstellt oder sie zeigt die Zeit des Mordes an. Ich werde diese beiden letzten Möglichkeiten untersuchen, bevor ich irgendwelche Schlussfolgerungen ziehe. Wenn die Uhr wirklich die falsche Zeit anzeigt, ist sie vielleicht kaputt. Es könnte auch einen anderen Grund geben, der direkt mit Ratchett zusammenhängt. Vielleicht ist die Uhr auf eine andere Zeitzone eingestellt. Ah ja, klar. Das könnte natürlich auch noch sein. Habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Welches Detail könnte darauf hindeuten, dass die Uhr nicht schon stehen geblieben? Ja, das Loch hier oben. Ich muss zugeben, dass ich dieses Mal nicht richtig liege. No, nicht gut. Ja, was willst du jetzt von mir? Die Zeiger deuten doch nicht darauf, weil die... Die Uhr war nicht defekt, denn der Sekundenzeiger bewegt sich noch. Ach so. Et voilà. Richtig gedacht, aber falsch geschlussfolgert. Okay, wenn er um 1.15 Uhr tot ist, welche Informationen sind dann widersprüchlich? Jemand hat sich um 0.37 Uhr als Ratchett ausgegeben. Ist widersprüchlich, wenn er da erst getötet worden ist. Der Zug steckt seit 0.30 Uhr im Schnee fest, Mademoiselle Olsen. Das war einfach. Ja. Muss ich jetzt mal zustimmen. Woher soll ich das wissen? Das ist jetzt bestimmt Allgemeinwissen. Ich sehe hier gerade noch nicht mal... Achso, doch, da ist Istanbul. Also plus zwei ist das dann, ne? Links die Hälfte ist plus eins, wenn ich das richtig sehe. Fantastique. Das weiß ich nicht, wo der sich jetzt gerade befindet. Gute Frage. Nächste Frage. Hat man das mal irgendwann erwähnt? Also Minan heißt der Sohn meiner Cousine, aber mehr kann ich da jetzt auch nicht draus... keine Ahnung, ich sag jetzt mal eins. Richtig. Okay, ich habe aber keine Ahnung, wo wir gerade sind. Wenn diese Theorie richtig ist, dann fand der Mord um 0.15 Uhr statt. Ich muss alle Passagiere befragen, um zu sehen, ob einer von ihnen ein Alibi für diese Stunde hat. Mhm. Wissen... Ach so, okay. Nee, da müssen wir erstmal die Alibis wirklich... Ja. 0.15 Uhr. Euch müsste ich doch eigentlich auch befragen. Monsieur Foscarelli, ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen, wenn es Ihnen recht ist.
Ah, Signore Poirot, nicht wahr? Ich habe mich schon gefragt, wann Sie zu mir kommen würden. Das ist leider gerade ein denkbar schlechter Zeitpunkt. Hallo, Monsieur Poirot, bitte entschuldigen Sie, wir haben ein kleines Problem. Die Orangensaftpresse ist kaputt und ich kann sie nicht reparieren. Monsieur Foscarelli hat mir freundlicherweise seine Hilfe angeboten. Es ist zwar kein Automotor, aber ich tue mein Bestes. Selbst zu zweit schaffen wir es nicht. Lassen Sie mich raten, Sie erbitten die Hilfe vom großen Poirot? Ich beantworte Ihre Fragen gerne, wenn wir fertig sind. Na gut. Dann werden wir mal das Mysterium dieser Maschine lösen. Was kann ich überhaupt anwählen hier oben? Ich kann gar nichts anwählen. Ah, jetzt kann ich was anwählen, okay. Das ist doch zu klein. Haben wir nur die Rädchen, die miteinander... verbunden sind quasi, oder haben wir noch irgendwie ein Band oder irgendwas, was dazwischen kommt? Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Das ist auf jeden Fall... Das passt. Moment, das sind die kleinen. Die anderen sind alle gleich groß, nehme ich mal an. Oder doch nicht? kann ich das... Nee, kann ich nicht ablegen, okay. Eigentlich müsste man das davor... Aber ich kann die anderen auch nicht rausziehen, ne? Moment, ich habe hier drei von den Dingern. Hä? Das liegt da drüber. Da kann ich aber auch nicht auswählen. Ich kann nur bei den Freien auswählen, ne? Ach, tatsächlich. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue, aber ich mache mal weiter. Aber da oben muss das nicht hin, oder? Muss das nicht dann hier unten drauf? Das dreht mit, kommt aber nicht daran. Das... Ach so, da unten. Das, kann ich das nehmen? Ja, kann ich, aber es ist so klein. Moment, dann tun wir das mal eben nach da oben. Hallo? Voila, jetzt sollte sie wieder korrekt funktionieren. Es ist ja gemein, dass da zwei sind, die man gar nicht benutzen muss. Sauerei. Tja. Vielen Dank, Monsieur Poirot. Ich kann den Orangensaft wieder auf die Karte setzen. Ja, ich wollte dich eigentlich befragen, aber ist in Ordnung. Bravo. Ich sollte bei Autos bleiben. Nun, jetzt können wir in Ruhe reden. Monsieur Foscarelli. Oui? Antonio Foscarelli. Sehr erfreut, Monsieur Poirot. Sie haben wahrscheinlich vom Mord an Ratchet letzte Nacht gehört? Natürlich. Das ist das Einzige, worüber aktuell gesprochen wird. Okay. Er heißt jetzt aber Antonio. Das heißt, er würde theoretischerweise flach fallen. Waren Sie schon einmal in den Vereinigten Staaten? Ja, die USA waren in den letzten 10 Jahren ein Hauptmarkt für unsere Autos. Erinnern Sie sich an den Fall Armstrong? Armstrong, das war der Name, ja? Es war eine piccola ragazza, ein kleines Mädchen, ein Baby, nicht wahr? Oui, oui, eine sehr tragische Angelegenheit. Wussten Sie, dass Cassetti, der Entführer, in Wirklichkeit Ratchet war? Oh no! Dann hat er den Tod verdient. Ich meine, würden Sie das nicht auch sagen? Können Sie mir sagen, wo Sie in der Mordnacht waren? Ich bin gleich nach dem Abendessen ins Bett gegangen. Aber
Ich habe sehr schlecht geschlafen. Mein Mitbewohner, Senior Mastermann, hatte Zahnschmerzen. Er hatte die ganze Nacht gejammert und mich damit mehrmals geweckt. Haben Sie etwas Ungewöhnliches gehört oder bemerkt? Nein, nicht, dass ich wüsste. Ich bin die ganze Nacht in meinem Bett geblieben. Okay, wenn er jetzt das Gleiche sagt. Dann danke ich Ihnen, Monsieur Foscarelli. Es tut mir leid, dass ich nicht mehr helfen konnte, Signore. Ich stehe Ihnen zur Verfügung, wenn Sie mich brauchen sollten. Naja, das werde ich auf jeden Fall noch. Jetzt muss ich nur mal eben gucken. Moment. Der mit den Zahnschmerzen, das war der hier. Der ist ein 103. Gucken wir da erstmal. Oder muss ich dich auch noch ansprechen? Nee, ne? Enchanté, so. Mademoiselle. Ah, ja. Sind Sie Hildegard Schmidt? Das bin ich, jawohl. Und Sie, das weiß ich, sind Herr Poirot. Richtig. Darf ich Sie um ein paar Minuten Ihrer Zeit bitten, um ein paar Fragen zu beantworten? Mit Vergnügen. Aber darf ich Sie zuerst um Hilfe bitten? Warum überrascht mich das nicht? Ich weiß nicht. Ich stehe Ihnen zu Diensten, Mademoiselle. Meine Herrin, Prinzessin Dragomirov, hat mich gebeten, diese traditionelle Matroschka-Puppe zu öffnen. Darin befindet sich ein Schmuckstück, das sie herausholen muss. Mademoiselle! Meiner Erfahrung nach lässt sich jede schachtelbare Puppe einfach auseinanderziehen, um die nächste zu enthüllen. Das weiß ich, aber probieren Sie es selbst aus. Wie Sie wünschen. Ach, Sie sind ein Gentleman. Dieser Akzent ist irgendwie cool. So, können wir die drehen? So. Okay. Ach so, ganz unten ist nicht richtig. Ach so, da oben ist auch... Ach. Nee, stimmt, das passt gar nicht. Moment. Ah. Eieiei, das nenne ich mal eine Diebstahlsicherung, ne? das ist aber doch richtig hier, oder? Warte mal. Hä, das ist doch richtig. Oder habe ich jetzt irgendwas übersehen? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, welche Farbe jetzt beim ersten Mal war. War das... Nee, blau war es nicht, ne? Es könnte sein, dass da orange war. Eigentlich passt das. Lila, orange, aber dann haben wir wieder lila. Rosa, was haben wir denn noch für Farben? Blau haben wir noch. Oh. Ist das denn euer Ernst? Ich jetzt Y drücke? Ist nur das mit dem Alibui. Okay. Ey, ich weiß doch nicht, welche Farbe das eben gewesen ist. Keine Ahnung. Lila, rosa, blau, rot. Moment. Ach, Moment. Lila. Müssen wir da vielleicht doch orange haben? Nee, aber da kommt dann keine andere Farbe rein. Oh Leute, ernsthaft? Ach, Moment, Moment, Moment. Rosa hat... Nee, hat jetzt da drei drüber. Die haben jetzt alle oben drei. Okay, also das liegt nicht daran, in welcher Reihenfolge man das machen soll. Da haben
offenbar auch keine zwei verschiedenen Farben. Rosa. Oh, Leute, ernsthaft. Ich schätze, das Video muss ich tatsächlich, ein bisschen, was war das denn jetzt gerade? Muss ich tatsächlich ein bisschen cutten, damit das nicht zu lange dauert. Das ist ja Wahnsinn. Ich weiß doch nicht, in welcher Reihenfolge das war. Keine Ahnung. Ich sehe die erste ja gar nicht mehr. Ich meine, die hätte mit Blau angefangen, aber frag mich nicht. Ach, oder muss das, ist das abhängig von der Größe vielleicht? Oh, obwohl, nee, die sind alle ganz klein hier unten, ne? Oh, ernsthaft. Ja, ich werde das jetzt tatsächlich strategisch machen. Also ich werde, das sind hier nur vier Sachen. Ich werde mit einer Farbe oben anfangen und werde dann darunter entsprechend die drei Versuche, nee, das sind eigentlich mehr als drei Versuche, machen mit der anderen Reihenfolge und einfach hoffen, dass ich irgendwann darauf komme, weil ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, ich habe das erste jetzt gar nicht mitbekommen, in welcher Reihenfolge das war. Deswegen, damit das Video aber nicht so lange dauert, ja, schneide ich den Teil dann jetzt mal raus und wir sehen uns dann gleich wieder. So, blau, lila, rosa, orange. Dann probieren wir mal rosa. Orange, da müssen wir das noch ändern. Oh mein Gott, endlich. Oh nein, nicht noch ein drittes Püppchen. Oh Gott. Na gut. Ach du Schande. Okay. Probieren wir erstmal. Das geht's. Nee, es geht zwei. Doch, das geht immer zwei, ne? Auch wenn ich nur einfach mache. Und das? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah! Okay, ich habe jetzt keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe, aber es hat funktioniert. Immerhin. Ah. Die Inschrift lautet für meine liebe Freundin. Ach, vielen Dank. Diese Puppe erinnert Sie an Ihre Jugend in Russland. Es war sehr schwer unter dem sowjetischen Regime. Aber dank Ihrer Willensstärke stieg sie zur Leiterin eines Museums für Antiquitäten in St. Petersburg auf. Obwohl sie jetzt in Berlin lebt, heißt es, dass der Kreml sie immer noch fürchtet. Sie muss in der Tat eine beeindruckende Frau sein. Sind Sie Ihr Dienstmädchen? Ich bin Ihre Begleiterin. Ich helfe ihr bei ihren täglichen Aufgaben und leiste ihr Gesellschaft. Ah, verzeihen Sie mir. Sie haben sicher von dem Mord an Ratchet letzte Nacht gehört? Ja, natürlich. Alle reden darüber. Können Sie mir sagen, was Sie gestern Nacht gemacht haben? Kurz nachdem wir Istanbul verlassen hatten, habe ich mit meiner Mitbewohnerin Frau Lok Tee getrunken. Ich ging mit der Prinzessin zum Abendessen und als ich in mein Abteil zurückkehrte, schlief Frau Lok bereits. Etwas später kam Herr Michel, der Schaffner, um mich zu holen, weil Madame la Prinzesse meine Hilfe benötigte. Sie wird von Rückenschmerzen geplagt. Ich habe sie etwa eine Stunde lang massiert. Können Sie sich an die Uhrzeit erinnern? Entschuldigen Sie, leider nicht, werter Herr. Eine Stunde massiert. Jetzt habe ich gerade aber den Namen vergessen, wer das jetzt gewesen ist. Haben Sie ein Taschentuch verloren, auf das ein H aufgestickt ist, Mademoiselle? Nein, Monsieur. Nun, ich dachte, da Ihr Vorname Hildegard lautet. Ich sage Ihnen, ihr hört mir nicht. So was Schönes könnte ich mir nicht leisten. Ich habe keine Ahnung, wem ihr hört. Verzeihen Sie, ich wollte Sie nicht aufbringen.
Mhm. Also entweder sie verdächtig oder ihre Freundin. Vielen Dank, dass Sie meine Fragen beantwortet haben, Mademoiselle. Kann ich noch nichts machen, ne? Das ist noch... Naja, gut. Okay, das ist natürlich blöd. Dann würde ich aber trotzdem sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen, weil mit einem Blick auf die Uhr die Folge dann doch schon eine ganze Weile dran ist. Und selbst wenn ich das Ganze ein bisschen zusammenschneide, damit das nicht ganz so lange dauert, sollte es trotzdem schon fast eine halbe Stunde sein. Deswegen machen wir hier erstmal einen kleinen Cut, haben noch ein bisschen Fragezeichen im Kopf, was die Dame hier neben mir betrifft, beziehungsweise ihre Freundin. Und dann reden wir mit den anderen Verdächtigen in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.